mein Gott, Leute, es gibt neue weitere Infos zu den YouTuber Pooky Brawl Stars und tatsächlich wurde noch ein anderer YouTuber gehackt. Moin Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Omar und heute, Leute, werde ich euch auf jeden Fall weitere Infos bekannt geben über Pooky Brawl Stars und über Marvin Vlog, Leute. Ja, wie ihr schon am Anfang des Videos gehört habt, wurde tatsächlich sozusagen auch der YouTuber Marvin Vlog gehackt. Und Leute, ich werde auf jeden Fall meine Theorie sagen, was auf jeden Fall passiert ist. Und Leute, ich habe auf jeden Fall noch weitere gute Infos. Und erstmal, Leute, bevor wir überhaupt weiter reden, checkt gerne auf jeden Fall Clash Games sein Video aus, denn er hat auf jeden Fall auch die ganze Wahrheit über Pooky gesagt, was bis jetzt mit ihm passiert ist. Und ich werde auf jeden Fall euch nur sagen in diesem Video, was gestern und heute so alles passiert ist. Und wie ich auch schon gesagt habe, wurde auch der YouTuber Marvin Vlog gehackt. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange und wir starten direkt. So Leute, ich bin hier gerade auf jeden Fall auf YouTube und Leute, wie man auf jeden Fall sehen kann, hat Pooky vor 4 Stunden ein neues Video hochgeladen mit dem Titel Puzzle. Und Leute, bevor wir weiterreden, ich würde sagen, wir gucken uns einfach gemeinsam erstmal das Video an. Und ja, auf jeden Fall, ich habe auch auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen hier übersetzt. Aber Leute, bevor wir auf jeden Fall weitergehen, und zwar ist mir etwas an Pookys Kanal aufgefallen, auch an seinem Banner. Und zwar immer, wenn etwas mit Pookys Kanal passiert oder immer, wenn ein Community-Post macht, ein Video hochladet, dann passiert immer irgendwas mit seinem Banner. Also das ändert sich auf jeden Fall was. Ich glaube, das hier ist sogar ein Morse-Code. Ich weiß nicht, ob Clash jetzt in seinem Video schon gesagt hat, was auf jeden Fall auf diesem Morse-Code draufsteht. Aber ich würde sagen, Leute, wir gucken einfach mal jetzt erstmal das erste Video von Pooky, was er heute hochgeladen hat. Und dann gucken wir auf jeden Fall weiter. Und immer so, Leute, ich habe auf jeden Fall das übersetzt, was auf jeden Fall auf dem Thumbnail draufsteht. Und zwar sieht man da ja so eine chinesische Schrift. Und Leute, ich habe das auf jeden Fall übersetzt und leider kam nichts Besonderes raus. Es kam auf jeden Fall nur Puzzle raus, wie auf jeden Fall auch schon bei dem Titel gesagt. Das seht ihr, wie gesagt, hier gerade schon eingeblendet. Und ich würde sagen, Leute, wir gucken uns einfach mal gemeinsam das Video an, Leute. So, Leute, wir sind jetzt ja auf jeden Fall hier bei dem Video und das muss auf jeden Fall nur noch kurz laden. Und Leute, ich sag euch eins, da stand auf jeden Fall gerade, es geht erst jetzt los. Was ich sagen wollte, ist, das Video ist auf jeden Fall sehr krank, besser, kränker als das erste. Und da stand gerade auch noch was auf Chinesisch. Und Leute, nur mal so, ich habe das auf jeden Fall gerade, also nicht gerade, ich habe das auf jeden Fall probiert zu übersetzen, was da gerade auf Japanisch oder Chinesisch stand, welche Sprache auch immer. Aber leider hat das irgendwie gerade nicht so gut funktioniert. Also ich habe das probiert zu übersetzen, aber leider ging es nicht. Aber ihr könnt gerne bei den anderen YouTuber gucken, vielleicht haben die es geschafft. Und da war auf jeden Fall noch ein Morse-Code. Und Leute, da stand auf jeden Fall eine Website und Leute, ich habe auf jeden Fall diese Kommentare hier gelesen. Auf jeden Fall, die blende ich euch jetzt auf jeden Fall gerade ein. Diese Kommentare wurden auf jeden Fall geschrieben. Und zwar stand da drauf, dass auf diese Website, wenn man die auf jeden Fall eingibt, dass da so ein Timer kommt, wo auf jeden Fall 8 Tage oder so draufstehen. Ich habe das auf jeden Fall tatsächlich auch versucht, auf jeden Fall. Das könnte ich auf jeden Fall noch gerne mal nochmal versuchen. Leute, wir probieren das einfach nochmal hier einzugeben und dann sehen wir uns gleich. Yep. Da kam tatsächlich nichts raus. Also bei mir geht auf jeden Fall irgendwie nicht diese Website, aber auf jeden Fall die restlichen Kommentare haben auf jeden Fall geschrieben, dass, wie soll ich sagen, dass auf jeden Fall auf dieser Website so ein Countdown ist. Das habe ich heute auf dem Handy auch versucht, aber das ging irgendwie nicht. Aber auf jeden Fall, wie die Kommentare gesagt haben, steht da auf jeden Fall ein Countdown für 8 Tage. Und Leute, zu dem Morse-Code kommen wir auf jeden Fall jetzt. Leider habe ich nicht herausgefunden, was auf dem Morse-Code drauf ist, aber das hat ein anderer YouTuber für mich herausgefunden. Leute, und zwar hat tatsächlich Dark by Max auf jeden Fall herausgefunden, was auf den Morse-Code draufsteht. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal sein Video. Ich habe hier probiert, auf jeden Fall gerade diesen Morse-Code auf jeden Fall zu machen. Morse-Code ist ein Punkt. So, dann haben wir... Dann haben wir Strich. Ja, Leute, dazu habe ich auf jeden Fall letztens in meinem Pookie-Video auch gesagt, dass es auf jeden Fall ein Gerücht gibt, dass am 13.09. eventuell Pookie wieder einen Neustart macht. Hier eingeblendet.
Leute, ich muss euch auf jeden Fall noch etwas Kurzes erzählen. Und zwar, Leute, gibt es zurzeit ein Gerücht. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber zurzeit geht auf jeden Fall ein Gerücht rum, dass Pookie auf jeden Fall einen Neuanfang starten will. Das glaube ich jetzt tatsächlich nicht, aber viele haben auf jeden Fall gesagt, dass Pookie ab dem 13.09. auf jeden Fall eventuell wieder Videos machen wird. Also auf jeden Fall, wie uns der Morsecode auch gesagt hat, wird Pookie wahrscheinlich am 13.09. wieder einen Neustart machen. Und Leute, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu Marvin Vlogged. So Leute, wie man auf jeden Fall sehen kann, bin ich auf jeden Fall gerade bei Marvin Vlogged sein YouTube-Kanal und wie wir auf jeden Fall sehen können, wurde er tatsächlich sozusagen quasi gehackt. Aber Leute, ich muss euch leider enttäuschen. Das ist tatsächlich, glaube ich, fake. Denn Leute, es könnte wirklich so sein, dass Pookie und Marvin Vlogged uns verarschen wollen. Denn Leute, es könnte wirklich sein, dass die beiden, also Pookie und Marvin Vlogged, diese Aktion gestartet haben, damit sie mehr Klicks bekommen. Und Leute, diesen Banner hat da tatsächlich auch Dark bei MaxMash übersetzt. Grüße gehen drauf. Und Leute, ich würde sagen, ich teile euch das mal. Und zwar, Leute, ist tatsächlich auf die Übersetzung gekommen, baue das Puzzle zusammen. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, baue das Puzzle zusammen. Also Leute, es könnte wirklich irgendwie tatsächlich sein, dass Pookie und Marvin Vlogged nicht auf jeden Fall abgesprochen haben. Weil Leute, ich meine, ey, warum sollte Marvin Vlogged auch dieses CCK auf seinem Bild haben? Das könnte wirklich tatsächlich sein, dass sie sich auf jeden Fall abgesprochen haben und sozusagen quasi verarschen wollen. Und Leute, wir gucken einfach mal auf Marvin Vlogged sein Instagram. Nebenbei Leute, auf Marvin Vlogged sein Kanal stehen hier tatsächlich keine Sachen, die uns auf jeden Fall weiterhelfen können. Einfach mal hier bei der Lupe Brawl Stars ein. Ja, Marvin Vlogged hat tatsächlich seine Playlist gelöscht. Gucken wir mal bei Marvin Vlogged auf jeden Fall sein Instagram. Und Leute, wir können sehen, dass er tatsächlich hier auch genau dasselbe Bild hat wie bei YouTube. Theorie ist es auf jeden Fall, dass Pookie und Marvin Vlogged uns auf jeden Fall nur verarschen wollen. Denn Leute, es kann wirklich kein Zufall sein. Denn gestern hat Marvin Vlogged noch ganz normal Videos hochgeladen, ganz normal geliked und alles klar. Und heute auf einmal ist er quasi gehackt. Leute, es könnte wirklich sein, dass sie uns auf jeden Fall verarscht haben. Ihr habt auf jeden Fall eure eigene Theorie, ich habe auf jeden Fall meine Theorie. Weil Leute, es kann wirklich nicht sein, dass die beide einfach so random gehackt wurden. Weil Leute, zum Beispiel, wenn Marvin Vlogged hat ja zum Beispiel irgendwie Pookie angerufen. Und wenn jetzt quasi der Hacker irgendwie so quasi irgendwie beim Telefonat war und Marvin durch den Telefonat gehackt hat, das kann echt nicht sein, Leute. Zum Beispiel, dann wäre jetzt Musabi auch gehackt. Dann wäre Tobi jetzt gehackt. Checkt ihr es? Also Leute, meine Vermutung ist es auf jeden Fall, dass Marvin Vlogged und Pookie uns auf jeden Fall nur verarschen wollen. Ihr habt eure eigene Theorien, wenn ihr wollt, schreibt die mal gerne in die Kommentare. Ja Leute, wie gesagt, ihr habt auf jeden Fall eure eigene Theorie und mich würde es tatsächlich interessieren. Deswegen Leute, schreibt mal gerne eure Videoideen in die Kommentare. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann einfach mal bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.